Schminke jetzt mein komplettes Make-up mit dieser Banane. Wenn die Bananenfrau auf TikTok die 15 Bananen pro Tag isst, das jetzt sieht, wird sie nie wieder Bananen essen. Für Primer brauche ich jetzt erstmal so eine gequetschte Banane. Und das arbeite ich jetzt einfach so ein und wie es aussieht, funktioniert das echt gut. Als nächstes kommt Foundation und da brauche ich so eine lange Banane. Mal schauen, ob das Ganze jetzt auch funktionieren wird. Ich tupfe es einfach wie ein Beauty Blender ein. Und es funktioniert auch hier eigentlich echt gut. Für den einen oder anderen von euch klingt es vielleicht jetzt komisch, aber wusstet ihr, dass ich eine Bananenphobie habe? Ich kann richtige Bananen, also Bananen zum Essen versteht sich, nicht anfassen. Wisst ihr auch warum? Ich habe einfach richtig Angst vor der brasilianischen Wanderspinne. Sie wird übrigens auch Bananenspinne genannt. Ich verblende den Concealer jetzt mit der Banane und man kann die einfach wirklich so in Form machen, wie man möchte. So schaut jetzt mein fertiges Make-up aus. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ich zeige euch jetzt einen Trick. Wenn das hier die Banane von eurem Ex ist, dann müsst ihr das hier machen. Genau so muss die Banane von eurem Ex aussehen.